im Laufe der Zeit, aber wir können schon mal beginnen. Genau, an alle, der Hinweis, dass das Meeting aufgezeichnet wird. Das heißt, wenn ihr nicht mit Gesicht zum Beispiel zu sehen sein möchtet, dann genau, solltet ihr das beachten. Genau, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, dass so viele Leute schon im Meeting sind. Wir haben heute einen Vortrag, einen Input von Sami Dhun. Netzwerk für die Solidarität mit den palästinensischen Gefangenen. Und genau, ich bin Rames von Palästina Antikolonial und wir freuen uns sehr, dass wir das Ganze heute moderieren dürfen und freuen uns sehr, dass von Sami Dhun dieser Input kommt. Genau, heute geht es um Freiheitskämpferinnen hinter Gittern, so heißt die Veranstaltung. Und das ist eine Einführung zur Lage der palästinensischen Gefangenen. Und wir werden heute etwas darüber lernen, wie das israelische Gefängnissystem aussieht. Das heißt, über verschiedene Punkte, wie PalästinenserInnen in Palästina, Israel unterdrückt werden, kolonisiert werden und wie der israelische Staat und das zionistische Regime diese Unterdrückung durch Gefängnisse ausdrückt. Und wir werden dann beispielsweise über Arrest, über Verhör, über Administrativhaft oder auch Militärgerichte etwas kennenlernen. Genau, und ein paar formale Hinweise. Also es wird eine Übersetzung geben ins Arabische. Yani fi Tajima Arabia für Breakout Room. Und das findet ihr unter dem Punkt Dolmetschen unten rechts, wo diese Weltkugel ist. Genau, das heißt, wenn ihr lieber die arabische Simultanübersetzung hören wollt, dann könnt ihr in diesen Breakout Room gehen. Und genau, kurz noch, die Veranstaltung heute ist Teil einer Veranstaltungsreihe in Vorbereitung für den Tag der politischen Gefangenen. Am 18. März ist Internationaler Tag der politischen Gefangenen. Und da wird es in Münster unter anderem eine Demonstration geben. Freiheit für alle politischen Gefangenen hier und weltweit, wo Sami Dhun unter anderem auch dabei ist, was uns sehr freut. Genau, und es gab bisher schon eine Veranstaltung über Mumia Abu-Jamal, der in den USA seit 1982 als Ex-Black Panther-Mitglied im Gefängnis sitzt. Und genau, das ist die zweite Veranstaltung. Und auch wollte ich noch darauf hinweisen, dass in einem Monat, am 17. April, der Tag der palästinensischen Gefangenen ist. Und da wird es dann auch Veranstaltungen geben. Und genau, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat alles. Und Nur wird uns dann durch den Vortrag führen. Hallo Ach so. zusammen. Entschuldigung, letzter Punkt noch. Das habe ich Alles gerade gut. vergessen. Am Ende habt ihr natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen und das könnt ihr dann über den Chat machen oder auch übers Video. Genau. Hallo zusammen, ich bin Nur von Samidun Deutschland und freue mich heute, euch etwas über die Gefangenenbewegung in Palästina zu erzählen. Erstmal zu Samidun. Genau, ich bin bei Samidun Deutschland und das ist gar nicht so lange, also das ist relativ neu und wir gehören zu dem internationalen Netzwerk für palästinensische Gefangene, Samidun International. Und dieses Netzwerk ist in mehreren Ländern präsent. Und ist 2011 entstanden, vor allem aus der Notwendigkeit, den palästinensischen Gefangenen und somit auch Freiheitskämpfer eine Stimme zu geben, mit klaren Positionen und diese politischen Gefangenen auch beim Namen zu nennen, weil sie Freiheitskämpfer sind und nicht genau, weil es damals viele NGOs gab, die sich
für die palästinensischen Gefangenen eingesetzt haben, aber nicht alles beim Namen genannt haben. Und genau, Samidun ist in vielen Ländern präsent und setzt sich vor allem für die palästinensischen Gefangene, aber auch allgemein in alle Bereichen des palästinensischen Kampfes, also in alle Fragen, die mit der Befreiung Palästinas zu tun haben, hat Samidun klare Positionen. Genau. Wir sind wohl die Freiheitskämpfer und Kämpferinnen. Das sind für uns Frauen, Männer, Kinder, Ältere, Schwestern, Brüdern, Tanten, Onkels, Fatah-Leute, PFLP-Leute, Hamas-Leute, DFLP-Leute, Leute vom islamischen Dschihad und Unabhängige, sowie Bauern, Fischer, Arbeiter, Studenten, Lehrer. Alle sind für uns Freiheitskämpfer. Das sind die palästinensischen politischen Gefangene. Es sind über 4.400 Palästinenser, die in den israelischen Gefängnissen festgehalten werden, ihrer Freiheit und Rechte beraubt sind und für ihre Freiheit kämpfen. Ihre Geschichte ist nicht am Rand des palästinensischen Kampfes für die Befreiung von israelischer Apartheid, Besatzung, Kolonialisierung. Vielmehr ist die Geschichte der palästinensischen Gefangenen und ihrer Organisation politische Führung, Opfer und Kampf, ein zentrales Kampf und vor allem ein zentrales Thema im Kampf um Palästina. Darüber hinaus ist die Masseninhaftierung von Palästinensern ein Schlüsselmechanismus für die Aufrechterhaltung des Apartheid-Systems in ganz Palästina. Der Freiheitskampf ist nicht nur der Freiheitskampf dieser 4.400 Menschen, sondern der Kampf des palästinensischen Landes und Volkes. Wir werden starten, indem wir, Moment, ihr seht nur diese Seite, oder? Genau jetzt. Hier ein kurzer Überblick über die Themen, die wir gemeinsam durchgehen werden. Genau. Wie gesagt, wir haben es bereits erwähnt, aber wir sind eigentlich diese palästinensischen Gefangene. Die Inhaftierungen wirken sich auf jeden Sektor und jedes Haus der palästinensischen Gesellschaft aus. Es gibt kein Zuhause, insbesondere im Westjordanland, ohne Vater, Mutter, Schwester, Bruder, Cousinen, Neffen oder Nichten, die jetzt inhaftiert sind oder waren. Es ist eine universelle Erfahrung. Palästinensische Häftlinge kommen aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Geschlechtern und werden ins Visier genommen, weil sie Palästinenser sind. Es sind Gemeindeführer, politische Führer, Basisaktivisten, Studenten, Arbeiter, Menschen aller Altersgruppen. Es sollte hier angemerkt werden, dass wir uns hier bei einem Punkt befinden, dass Israel eine lange Liste verbotener Organisationen hat. Dazu gehören alle großen palästinensischen politischen Parteien, wie die Fatah, die Hamas, PFLP, DFLP, Islamischer Dschihad und so weiter, aber auch eine große Zahl palästinensischer, sozialer, kultureller und Sektororganisationen, darunter sowas wie Frauenverbände, Gewerkschaften, Protestgruppen und auch Studentengewerkschaftsverbände. Das heißt, man kann sich kaum irgendwo beteiligen und schon landet man auf dieser Liste verbotener Organisationen. Die Studentenwerkschaftswahlen in Palästina sind so wie hier und jedem anderen Land hochpolitisch und innerhalb der palästinensischen nationalen Kontext höchst umstritten. Jede große palästinensische politische Partei wird im allgemeinen Bezug auf ihre politische Ausrichtung durch einen Studentenblock repräsentiert. So zum Beispiel die Fatah oder die Demokratischen Pol oder die Progressive Aktionsfront der PFLP. Und kämpfen um ihre Punkte bei dem politischen Kampf in den Unis, bei den Studentenwahlen. Es handelt sich
um einen sehr aktiven und bürgernahen demokratischen Progress. Immer wieder sind Mitglieder der Studentengewerkschaft aus allen diesen Blöcken zur Verhaftung verurteilt worden. Die Mitgliedschaft in einer dieser Studentenblöcke ist für die zionistische Besatzung schon ein Beweis für die ist schon ein Beweis, damit man diese Leute, die sich am Campusleben beteiligen, direkt unter der Besatzung einsperrt. Genau, hier sehen wir eine Mappe, die die Gefängnisse und die Gefangenenlager zeigt. Es gibt insgesamt 18 Gefängnisse. Das sind alle im Blau markierten Punkte und 4 Verhörzentren. Und die werden in Grün markiert. Und dann gibt es 3 Gefangenenlager und 2 Militärgerichte. Ah, und genau hier, wie man sehen kann, die meisten Gefängnisse sind sind außerhalb von den besetzten Gebieten. Und die besetzten Gebieten sieht man hier oben rechts die Westbank und links den Gazastreifen. Und das sind die 48er-Zonen. Während alles andere, was ein bisschen heller markiert ist, da reden wir von den Zonen von den 48er, die heute genau von dem zionistischen Staat verwaltet werden. Hier sehen wir die Zahlen von den palästinensischen Gefangenen. Die meisten Gefängnisse, genau, die meisten Gefängnisse, die wir vorhin gesehen haben, einen Moment, da befinden sich Menschen, die als sozusagen Sicherheitsgefangene gelten, aber der offizielle Ausdruck dafür ist eigentlich palästinensische politische Gefangene, und die befinden sich in der grünen Zone. Das heißt innerhalb Palästinas, also innerhalb der 48er-Zonen. Und das ist eigentlich auch ein Verstoß gegen Artikel 76, der besagt, dass die, 76 von der Genfer Konvention, der besagt, dass die Gefangene nicht außerhalb von den besetzten Gebieten transportiert werden können. Also weil genau, das wird untersagt, weil es nicht unter der palästinensischen Verwaltung ist und das schwerer zu erreichen ist für alle in den Familien und und das ist halt ein Verstoß dagegen wird verstoßen gegen diesen gegen den 4. Genfer von der 4. Genfer Konvention. Und hier seht ihr die Zahlen von den palästinensischen Gefangenen. In den israelischen Gefängnissen haben wir, wie vorhin gesagt, 4.400 palästinensisch-politische Gefangene. Aber die Wahrheit ist, dass diese Statistiken sich jeden Tag ändern. Die Leute werden hier, dort und überall zusammengetrieben. Jede Nacht gibt es Überfälle auf Dörfer. Die Armee kommt herein mit gepanzerten Personenträgern, Soldaten, Gewehren und Bomben, die die Palästinenser aus ihren Häusern verjagt. Jede Demonstration geht mit ein paar Leuten, die festgehalten werden. Einige von ihnen werden für ein paar Stunden oder Tage festgehalten oder in Verwaltungshaft oder an das Militärgericht gebracht. Jeden Monat kommen Hunderte von Palästinensern in israelischem Gewahrsam. Allein im Juli 2014 waren es mehr als 2000 in einem Monat. Und es gibt über 440 Verwaltungshäftlinge, die ohne Anklage oder Gerichtsverfahren für längere Zeiträume festgehalten werden. Und wir werden später ausführlicher über die
Verwaltungsgefangenen sprechen. Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie palästinensisch-politische Führer, darunter auch Mitglieder der palästinensischen Legislativrates, ins Visier genommen werden. Dutzende wurden ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in Verwaltungshaft genommen und sehen nun mehrere von Militärgerichten festgehaltenen Personen, darunter Khalid Jarrar, Ahmad Sadat und Marwan Barghouti, die Führer der PFLP und Fatah, wurden von Militärgerichten verurteilt und verbüßen lange Haftstrafen. Der israelische Staat hat sich wiederholt verweigert, einen von ihnen im Rahmen von Gefangenen-Austauschabkommen freizulassen. Nach Juni 2014 hat die Zahl der Siedler, Gefangenen insgesamt in der Verwaltungsgefangene unter dem Vorwand der Suche nach vermissten Siedlern und während der Aggression auf Gaza massiv zugenommen. Diese hat sich seit Beginn der aufstrebenden Intifada im Oktober 2015 noch dramatischer erhöht. So hat sich beispielsweise die Zahl der in Verwaltungshaft genommenen Personen im Wesentlichen verdoppelt. Im Sharon-Gefängnis befinden sich 37 palästinensische politische Gefangene, darunter 13 Mädchen und unter 18 Jahre. Einige der weiblichen Gefangenen sind Khalida Jarrar, wie vorhin gesagt, Shirin Sawi und die Studentenaktivisten Yurin Qada und Asma Qada. Die haben einen gemeinsamen Nachnamen, aber sind eigentlich nicht verwandt. Jurin ist Aktivistin des progressiven demokratischen Block der linken Studentenorganisation in Versailles, während Asma Sekretärin der Studentenschaft ist und als Teil des islamischen Blocks gewählt wurde. Außerdem sind mehr als 160 Kinder derzeit in Haft und es ist darauf hinzuweisen, dass Jungen oft zusammengetrieben und mehreren Tag am Stück festgehalten werden. Und das vor allem um ihre Bereitschaft zur Teilnahme an Organisierung und an dem Widerstand zu unterdrücken. Diese Statistiken werden von Adamir, Prisoner Support und Human Rights Association erhoben, einer der palästinensischen Institutionen, die sich für die Gefangenen, den Gefangenen widmen. Diese Organisation überkreuzen politische Grenzen, darunter das Ahrar-Zentrum, das Tadamun-Zentrum, dieser selbst wurde durchgesucht und mehrere Mitarbeiter wurden Ende Februar verhaftet. Das Palästinensische Zentrum für Prisoner Studies und die Palästinensische Gesellschaft für Gefangene. Immer wieder, wenn man jetzt nach Statistiken sucht, ist Adamir eine existenzielle und eigentlich sehr zuverlässige Informationsseite, wo man sich immer wieder, da werden immer wieder regelmäßig englische Übersetzungen angeboten. Aber Samidun bietet auch englische und deutsche Übersetzungen, also guten Materialien, die sonst nicht so erhältlich sind. Und sonst gibt es die internationale Sektion für Kinderverteidigung, bekannt unter Defense for Children International Palestinian Sector. Und diese verfügt auch über auszeichnende Informationen für Kindergefangene. Bei den ersten Verhaftungen können palästinensische Gefangene 4 Tage lang festgehalten werden, ohne dass sie einem Richter vorgeführt werden oder der israelische Staat zugibt, sie festgehalten zu haben, weil viele werden einfach so mitten auf der Straße mitgenommen.
Nach diesen ersten 4 Tagen können sie freigelassen werden, werden aber häufiger in Verhörzentren gebracht, in Verhaltungshaft genommen oder vor Militärgerichten angeklagt. Eines der berühmtesten Verhörzentren ist das Musrobiya-Verhörzentrum in Jerusalem. Es gibt viele, die sich in oder an den Grenzen der israelischen Siedlungen im Westjordanteil befinden, wie wir vorhin auf der Mappe gesehen haben. Besuche bei den Familienangehörigen sind nicht erlaubt und Folter und psychische und physische Misshandlungen sind an der Tagesordnung. Palästinensische Gefangene können 90 Tage lang verhört werden und 60 Tage ohne Zugang zu einem Anwalt. Das ist richtig heftig. Haft- und Verhörzentren werden genutzt, um Zugeständnisse von Palästinensern zu erpressen. Viele junge, politisch eher ungebildete und ungebildete oder vor allem Leute, die sich nicht so auskennen. Palästinenser werden dann verhaftet und gestehen oft, auch wenn nur für ihre eigenen Taten. Diese Leute haben keine Erfahrung und durch den massiven Druck geben die oft, gestehen sie Sachen, die sie auch nicht getan haben, nur damit die Folter aufhört oder die Schlafentzug und so weiter. Viele, wie sie die nennen, Verbrecher werden vor israelischer Militärgerichten behalten. Die werden vor allem wegen Steinwurf und so weiter, Steinwurf oder Teilnahme an einer unerlaubten Demonstration oder Mitgliedschaft in einer verbotenen Organisation oder all diese Vorwürfe sind immer sehr vage. Das bedeutet, dass eine große Anzahl von Palästinensern, die vor israelischen Militärgerichten angeklagt werden, irgendwann in einem oft langwierigen Militärprozess auf der Grundlage ihrer Geständnisse auf sich selbst gestellt werden. Und einige Palästinenser werden nach einer Zeit der Verhaftung und des Verhörs freigelassen. Andere werden aber in Verwaltungshaft genommen und werden immer wieder vor anderen Militärgerichten gestellt. Nach der Verurteilung werden die Gefangenen in einer von diesen 18 Gefängnissen eingewiesen. Diese Gefängnisse befinden sich innerhalb Israels und für uns innerhalb der 48er-Zonen von Palästina und verstößen damit gegen der vierten Genfer-Konvention, die die Verlegung von Gefangenen außerhalb dieses besetzten Gebietes verbietet. Den Gefangenen wird verboten, mit ihren Verwandten zu telefonieren, selbst wenn ein Todesfall in der Familie gibt. Denn Palästinenser aus den besetzten Gebieten dürfen nicht aus den Gefängnissen raus die dürfen allgemein nicht das tun, was israelischen Strafgefangenen erlaubt wird. Und dazu gehören zum Beispiel regelmäßiger Telefonzugang wird denen eben nicht gewährt. Schon da gibt es eine unterschiedliche Behandlung von Palästinenser und israelischen Gefangenen oder Staatsbürger. Obwohl wir da auch unterscheiden müssen zwischen Palästinenser, die israelische Staatsbürgerschaft haben, und israelische Staatsbürger. Weil da ist die Behandlung auch anders. Viele Familienmitglieder werden unter Sicherheitsvorwänden von den Gefängnissen ausgeschlossen.
während ganze Gruppen von Familienmitgliedern, insbesondere aus Gaza, regelmäßig von den Gefängnissen, also regelmäßig ihre, also obwohl sie sich erkämpft haben, dass Besuche von Familienangehörigen erlaubt sind durch sowas wie Massenhungerstreike. Als Beispiel nehmen wir das von Karame von 2012. Wurden später diese Besuche weiterhin spärlich und es wurde trotzdem nicht erlaubt, dass die Familienangehörigen ihre Verwandte besuchen. Gefangene sind weiterhin Schlägen durch Gefängniswärter, Verweigerung von medizinischer Behandlung und Angriffen mit Schlagstöcken und Tränengas sowie Isolation und so weiter ausgesetzt. Regelmäßig werden die Zellen und Zimmer unter dem Vorwand der Suche nach Handys durchgesucht. Habselig gelten nur, damit man die Gefangenen die ganze Zeit stört und sie gedemütigt. Und da werden auch oft Hunde eingesetzt. Besonders auffällig ist hier die Isolation und die Einzelhaft. Aber später gehen wir nochmal darauf ein. Und das Ende der Langzeitisolation war eine Hauptforderung der palästinensischen Gefangenen. Da wurde auch 2011 und 2012 Massenhungerstreik sich erkämpft, dass die Langzeitisolation nicht mehr so stattfinden kann. Aber die zionistischen Gefängnisse geben nicht so wirklich nach. Während der Widerstand der palästinensischen Gefangenenbewegung nicht aufhört. Hier sieht man ein Bild, der sehr symbolisch ist und eine große und sehr willkürliche Wahrheit zeigt. Hier wird ein Junge von mehr als 30 Soldaten abgeführt, seine Augen sind gebunden. Und das ist nur ein Beispiel von Tausenden, wie die israelischen Besatzer mit den palästinensischen Kindern umgehen. Jedes Jahr werden von 500 bis 700 Kinder festgenommen. Zurzeit sitzen, wie wir vorhin gesehen haben, ungefähr 160 Kinder in den Gefängnissen der Besatzung. Man sieht auch an diesen Zahlen, dass die Festnahmen meistens nicht zu Verurteilungen führen, aber sie führen trotzdem, die Kinder erfahren trotzdem die Verhörungen, nächtliche Angriffe, psychische und physische Missbrauch. Und das Ziel dieser willkürlichen Verhaftungen ist vor allem, diese Kinder zu traumatisieren, damit sie keinen Widerstand leisten, damit sie sich nicht organisieren, damit sie nicht kämpfen für ein würdiges Leben, würdevolles Leben und damit sie oft auch keine Perspektive mehr haben, weil wenn ein Kind verhaftet wird, während er zur Schule geht, kann er auch seine Bildung nicht weiterführen. Und und ein weiterer Ziel kann auch, dass sie ihr Land verlassen und deren Häuser und so weiter zur nächsten übergeben. Palästinenser werden von zu Hause an den Checkpoints oder auf der Straße festgenommen. Häufig betreten bewaffnete israelische Soldaten oder verdeckte Einheiten das Haus und
meistens mitten in der Nacht, um eine Verhaftung vorzunehmen. Dabei wird die Familie des Gefangenen oft misshandelt, schikaniert oder bedroht. Die Gefangenen werden im Handstellen gefesselt, Augen verbunden und in den Untersuchungsgefängnis oder Verhörzentrum gebracht. Verhaftungen finden oft mitten in der Nacht statt, einfach so. Und das wird gezielt angewendet als Methode, damit die Menschen nicht mehr in Ruhe schlafen können. Viele von Ihnen haben vielleicht von dem Fall von Mohammed Al-Qir gehört, einem palästinensischen Journalisten, der ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in Verwaltungshaft gehalten wurde. Und die Tür seines Hauses wurde von einem israelischen Soldat gesprengt. Diese Graueltaten. Und hier sehen wir ein Bild von einer Frau, wie sie ihre Kinder schützt, und sie verteidigt vor einem bewaffneten Soldaten. Und ich wollte euch kurz einen Videoabschnitt zeigen, der sehr, sehr aktuell ist. Das ist von gestern, also vom 10.03.2021. Und jetzt spiele ich das kurz ab. Na, in diesem Video, das ist genau wie gesagt von gestern, und da hat die israelische Besatzung 5 palästinensische Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren verhaftet, nachdem sie in der Nähe einer illegalen Siedlung im besetzten Westjordanland einfach nur Kräuter gepflückt haben. Und laut der Organisation von Bezlem, wurden sie anschließend in der illegalen Siedlung in Kiryat Arba auf einer Polizeistation festgehalten. Mittlerweile wurden sie vorerst freigelassen, aber am Wochenende sollten jedoch die Älteren, also die 12-Jährigen, weiter verhört werden. Siedler werfen den Kindern nun vor, sie hätten vor der illegalen Siedlung stehlen wollen. Stattdessen pflückten sie frischen Löwenzahn. Und das ist an dieser Jahreszeit üblich für die palästinensische Küche, also ein üblicher palästinensischer Küchenkraut. Und was soll man noch dazu sagen? Da werden einfach sehr kleine Kinder, die nichts mit diesem ganzen Konflikt zu tun haben, verhaftet und traumatisiert und werden das, was mit denen gemacht wird, nie vergessen. Teilweise wurden auch schon 4-jährige Kinder verhaftet und die anderen erleben diese willkürlichen Verhaftungen und werden wie Ältere behandelt. Also da macht die zionistische Besatzung keinen Unterschied zwischen Kinder und Erwachsene.
Für sie sind die alle Verbrecher. Hier ist ein Beispiel von einem palästinensischen Jugendlichen. Ich finde diesen Zitat: I don't understand why I'm in prison. How it is possible that such a policy of administrative detention applies on a 17 years old child. Das sagt eigentlich schon alles. Oft wissen einfach die Kinder nicht, warum sie verhaftet werden und wie es möglich sein kann, dass sie einfach so willkürlich verhaftet werden und ihre Schule nicht beenden können und einfach nicht wissen, warum, weil sie nichts getan haben. Und ihre Existenz oder ihr Palästinensersein schon als Grund gilt, damit man sie diskriminiert und misshandelt. Genau, die Administrativhaft, dieses Wort muss man sich merken, wird oft angewandt und das ist eine Haft ohne Anklage oder Verhandlung und sowas in der Art gibt es kaum auf der Welt. Das ist eine willkürliche Haft, wo die Palästinenser unbegrenzt festgehalten werden und wo diese Haft immer wieder erneuert wird und die kann immer von 1 bis 6 Monate erneuert werden. Und es gibt Palästinenser, die verbringen Jahre in Administrativhaft und basierend auf sozusagen Geheiminformationen vom Militärtribunal werden die Gefangenen, erfahren die Gefangenen nicht mal, also die Gefangenen und ihr und deren Anwälte erfahren nicht mal, um was es genau geht und haben nicht wirklich einen Zugriff auf diese Infos. Diese Geheimdokumente sind selbst bekommen nichts mehr als ein kurios orientierter Überblick. Das heißt, man kann auch die Gefangenen gar nicht verteidigen, weil man nicht weiß, um was es geht. Und dieser Vorwand wird immer wieder benutzt und das ist auch ein Verstoß gegen den vierten, gegen der vierten Genfer Konvention und dem internationalen und gegen andere internationale Konventionen, die der Zivil- und der politischen Rechte. Hier ist auch ein Beispiel von David Nasser. Und ja, er wurde im Januar verhaftet, ist auch sehr aktuell. Und hier sagt seine Frau, dass David nur ab und zu, immer wieder verhaftet wurde, ohne richtigen Grund oder im Ausguck. Und das immer seine Kontinuität hatte. Genau. Jetzt gehen wir kurz auf die Militärgerichte ein. Hier werden Palästinenser aus dem Westjordanland und aus dem Gazastreifen nach dem israelischen Militärrecht verurteilt. Und das ist seit 1967 in Kraft. Sie erscheinen vor israelischen Militärgerichten, die vor allem von Richtern und Staatsanwälten geleitet werden, die vom israelischen Militär ernannt werden. Nur einer von den drei Richtern an einem dieser israelischen Militärgerichte muss eine juristische Ausbildung haben und dies wird nicht bei israelischen Bürgern angewandt, da wird ein anderes System angewandt
Und da werden die israelischen Bürger zum Beispiel, da findet ein ganz normaler Prozess und die werden nicht vor Militärgerichte verhandelt, im Gegensatz zu den Palästinensern. Aber hier sollte auch angemerkt werden, dass die Palästinenser von 48, also von den Zonen, die unter unter dem zionistischen Staat geleitet werden, die vorhin in hell markiert waren auf der Mappe, da diese Palästinenser von den 48er-Zonen werden vor israelischen Zivilgerichten angeklagt, aber diejenigen, die als Sicherheitsgefangene bezeichnet werden, müssen mit weitaus strengeren Strafen und Verfahren rechnen als diejenigen, die als kriminelle Gefangene bezeichnet werden. Und da wird auch wieder dieser rassistische, zionistische Staat so, kommt nochmal zum Ausdruck, weil man auch unterscheidet zwischen Leuten, also Palästinenser mit Staatsbürgerschaft, mit der israelischen Staatsbürgerschaft und israelische Staatsbürger aus anderen europäischen Ländern und so weiter. Das Militärrecht besteht aus Tausenden von Militärbefehlen, die vom israelischen Militärkommandanten im Westjordanland oder Gazastreifen verkündet werden. Und die Militärgerichte haben eine Verurteilungsquote von 99,7%. Das heißt, man wird sowieso verurteilt und so etwas angeklagt oder freigelassen werden, gibt es nicht. Das ist es, das, was ihnen vorgeworfen wird, das ist der Kontext der Angeklagten. Und also genau in diesem Kontext befinden sich die palästinensischen Gefangenen. Die können sich nicht verteidigen und da gibt es keinen fairen Prozess. Die Haftbedingungen in den israelischen Gefängnissen sind hart. In den meisten israelischen Gefängnissen herrschen Überbelegung, ein Mangel an grundlegenden Einrichtungen, schlechte Hygiene, Feuchtigkeit und ein überheblicher Mangel an frischer Luft. Der israelische Gefängnis Dienst stellt nur selten lebenswichtige Hygieneartikel, Reinigungsmittel und Seife zur Verfügung und zwingt die Gefangenen, diese Artikel in der Gefängniskantine zu sehr hohen Preisen zu kaufen. Diese Gelder gehen dann wiederum an einem privaten Unternehmen, das von den Kantinen profitiert. Das heißt, selbst in den Kantinen wird man auch ökonomisch ausgebeutet, obwohl man sowieso in einer prekären Lage ist. Die meisten Gefangenen beschweren sich über die schlechte Qualität und die unzureichende Mengen von der EPS, also von dem israelischen Gefängnisdienst zubereiteten Essen und müssen zur Ergänzung ihrer Nahrung Lebensmittel in der Gefängniskantine da auch wiederum kaufen. Eines der großen Probleme, mit denen palästinensische Gefangene konfrontiert sind, ist die medizinische Vernachlässigung und der Missbrauch. Wie wir hier sehen können, jeder Palästinenser wird bei der Verhaftung und bei dem Verhör in irgendeiner Form gefoltert oder misshandelt. Trotz Urteilen gegen Folter ist sie in Einzelnen erlaubt, wenn die israelische Sicherheitsbehörde, die SA, einen Häftling als Bedrohung für die Staatssicherheit oder als tickende Bombe ansieht. Palästinensische Gefangene werden im Allgemeinen als Bedrohung der Staatssicherheit angesehen. Und als Sicherheitsgefangene oder Sicherheitsinhaftierte bezeichnet. Und zu diesen Foltermethoden gehören schweres Schlagen,
Treten von den Gefangenen, lange Zeit in verdrehten Positionen mit Handschellen festgehalten zu werden. Zum Beispiel wird man an einen kleinen Stuhl gefesselt oder an ein oder also wie man hier rechts unten im Bild sieht, oder an ein von der Decke hängendes Rohr, bekannt als Schabbe. Und der Ex-Abu Ghraib Vernehmungsbeamte sagte, dass Israelis trainieren diese Methode in den USA, und die Methode wurde als Palästinenser-Stuhl bezeichnet, weil es in Palästina von den Zionisten angewandt wird gegen die Palästinenser. Dann gibt es die Exposition gegenüber sehr lauter Musik, Geräusche und Schreien, Schlafentzug, Verweigerung von Nahrung, sowas wie Wasser und der Benutzung von der Toilette. Weitere Foltermethoden sind die psychische Bedrohung oder Druck zur Zusammenarbeit. Da werden die Gefangenen bedroht, dass irgendwas seinen Familien passieren kann, wenn sie keine Zugeständnisse machen oder jemand anderes beschuldigen aus der Gemeinschaft und so weiter. Sonst gibt es noch die Methode der Bekleidung mit einem schweren, schmutzigen Sack, der manchmal mit Urin und Kot bedeckt ist. In vielen Fällen gibt es auch sexueller Missbrauch oder zumindest die Drohung mit sexueller Missbrauch. Die Isolationshaft und die Verweigerung der medizinischen Behandlung von Verletzungen, diese auch während der Festnahme, sowas wie Schusswunden werden nicht behandelt. Zu dem medizinischen Versagen und Missbrauch. Genau hier, viele Palästinenser bezeichnen zum Beispiel die Gefängnisklinik Ramle als Folterkammer. Palästinensischen politischen Häftlinge, für uns Freiheitskämpfer, wird regelmäßig die medizinische Versorgung verweigert und häufig werden Schmerzmittel verabreicht, anstatt dass sie sich einer medizinischen Untersuchung oder zumindest einer Behandlung unterziehen dürfen. Anträge auf Freilassung aus Haftunfähigkeit, eine medizinische Behandlung, werden selten gewährt, selbst bei Krebspatienten. Und unten haben wir ein Beispiel von zwei Gefangenen, denen die Eingeweide entfernt wurden und die wegen der Untersagung von medizinischer Versorgung, nachdem sie 3 Jahre gewartet haben auf eine Behandlung, und diese denen unterlassen wurde, sind die in den Gefängnissen der Besatzung gestorben. Und hierbei handelt es sich um Maisara Abu Hamdiye und Bassam Saye. Bei der Bildung, EPS steht immer noch für den israelischen Gefängnisdienst. Sowohl das humanitäre Völkerrecht als auch die internationalen Menschenrechtsnormen sehen das Recht der Häftlinge auf Bildung vor. Insbesondere das Recht auf Bildung für alle ist in Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte anerkannt worden. Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der 1991 von Israel ratifiziert wurde, betont, dass die Bildung auf die Vollentfaltung der menschlichen Persönlichkeit und des Bewusstseins ihrer Würde gerichtet sei und die Achtung von den Menschenrechten und Grundfreiheiten stärken soll. Das wird obwohl die
obwohl Israel das ratifiziert hat, 1991 verstoßt sie dagegen. Sie stellen keinen Bildungszugang für Kinder, zum Beispiel zwischen 16 und 18. Und dieser Altersbereich ist der breiteste unter den inhaftierten Kindern. Die Kinder haben keinen Zugriff auf Lernmaterialien, keine Lernbücher, keine Lesebücher. Oft werden nicht mal Lehrer zur Verfügung gestellt. Unterrichtseinheiten werden oft in der Küche oder im Gefängnishof gehalten. Damit wird für keine passende Umgebung gesorgt. TV-Geräte und Radios werden oft im Rahmen der Disziplinarstrafe-Regelung konfisziert. Artikel 94 der vierten Genfer Konvention ermutigt die festhaltende Macht, alle praktikablen Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbildung zu stärken. Aber genau, das wird alles nicht gemacht und damit wird auch dafür gesorgt, dass viele Kinder und Jugendlichen nicht mal in Taujihi, das ist die Abiturprüfung in Palästina, nicht mal das wird denen gewährleistet. Also viele schaffen es nicht, ihre Prüfungen zu schreiben, weil sie genau in dieser Zeitspanne, wo sie lernen müssen, verhaftet werden. Und damit sorgt man auch für noch mehr Perspektivlosigkeit. Hier haben wir ein Beispiel von einer Frauenkämpferin, Khalida Jarrar. Sie ist eine palästinensische Führungspersönlichkeit der Zivilgesellschaft, die in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanteil lebt und arbeitet. Von 1994 bis 2006 war sie Direktorin der Adamir Prisoner Support and Human Rights Association. Und von 1994, auch in dieser Zeitspanne, sie war die Vorsitzende bei Adamir. Also sie wurde zur Direktorin. Und seitdem ist sie bis Ende 2017 Mitglied des Verwaltungsrats von Adamir. Und außerdem ist sie seit 2006 Mitglied des palästinensischen Legislativrats und auch die Leiterin der Gefangenenkommission, PLC. Sie ist auch sehr, sehr bekannt, weil sie auch eine führende Persönlichkeit in der feministischen Bewegung ist. Genau. Sie wurde das allererste Mal am Internationalen Frauentag 1989 verhaftet. Seit 1998 darf sie die besetzten Gebiete Palästinas nicht verlassen. Und das als Vergeltung für ihre Teilnahme an den Vorbereitungstreffen der Allgemeinen Erklärung zum Schutz der Menschenrechtsverteidiger in Paris von 1998. Und seitdem hat sie ein Reiseverbot zugeteilt bekommen. Sie wird immer wieder freigelassen und dann wieder verurteilt. Und vor 2 Wochen wurde sie das letzte Mal verurteilt, für 2 Jahre in den zionistischen Gefängnissen und als Grund wurde Hetze zur Gewalt angewandt. Wir kommen zu den Studierenden im Knast. Hier links sehen wir ein Bild wo israelische Soldaten diesen Poster kleben in der Uni. Und das soll alle Studenten erschrecken. Also dieses Bild wurde in Al-Kutle Al-Islamiyya. Und genau das wurde dann
überall geklebt, damit es andere Studenten abschreckt und damit sie sich fernhalten von politischer Arbeit. Genau. Hier links habe ich ein Video. Genau, dieses Video zeigt Mustaribin, also so, das sind israelische Soldaten, die sich als Araber verkleiden, aber Waffen verstecken. Und hier in dem Video sind sie in der Birzeit-Universität und wollen Leute verhaften. Aber wir können es erstmal uns anschauen. Genau, hier in dem Video hat man sehr gut gesehen, etwas, was schon sehr oft in Birzeit, also die Universität, die in Palästina, in den besetzten Gebieten, die auch als Universität der Märtyrer genannt wird, weil da immer wieder hochbewaffnete Soldaten die Uni umkreisen und nach Studierenden suchen, um sie zu verhaften. Und das ist wirklich erschreckend, weil stellt euch vor, sie in Frankfurt irgendwer kommt an der Goethe-Uni und vor allem hochbewaffnete Soldaten und sie umkesseln die Uni und suchen nach jemand und verbreiten Schrecken und traumatisieren die Leute. Und das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, was das bedeutet und was das mit Menschen ausmacht. Und das passiert sehr oft an der Birzeit-Universität. Und dieser Name, der von sehr vielen Palästinenser angewandt wird, Universität der Märtyrer, ist nicht zufällig, wird nicht zufällig so benannt, sondern weil da sehr viele Leute verloren gegangen sind und von der Besatzung uns weggenommen wurden. Hier ist eine Botschaft von den von ein paar Studenten, vier Frauen, die auch aus dieser Uni kommen, die Universität von Birzeit. Und ich wollte euch ein Zitat von ihnen lesen, was ich sehr beeindruckend finde. Und das, diese Botschaft haben sie am Frauentag, am 8. März veröffentlicht. Da sagen die, am Internationalen Frauentag unterstützen wir euren Kampf, um Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit für alle Frauen der Welt zu verwirklichen. Ob wir Studierende uns innerhalb oder außerhalb der Gefängniszellen befinden, ist unser Kampf eins gegen Sexismus, gegen die Ausbeutung in dieser Klassengesellschaft und gegen den faschistischen Kolonialismus, in erster Linie den zionistischen Kolonialismus in unserem Land. Ja. Sehr schöne Wörter, besser hätte man es nicht ausdrücken können. Und obwohl sie unter mehrfacher Unterdrückung leiden, also auch unter der Unterdrückung, unter der Besatzung, sind unsere Frauen sehr kämpferisch. Hier ist eine Kampagne, die gestartet wurde und die wurde von mehr als 350 Organisationen unterzeichnet. Und wie wir sehen, diese Kampagne ist aus der Notwendigkeit entstanden, dass man die palästinensischen Studenten
unterstützt und sie nicht den zionistischen Staat überlässt. Beispielsweise in dem akademischen Jahr 2019-20 wurden allein 74 Studenten allein in der Birzeit-Universität verhaftet. Generell sind rund 200 Studenten und 160 Schüler in den zionistischen Gefängnissen. Und diese Kampagne fördert viele Sachen, die man auch lesen kann unter freepalestinianstudents.org, unter anderem die Beendigung jeder militärischer wirtschaftlicher Hilfe sowie aller militärischen Transaktionen, gemeinsamen Projekten und direkten Finanzierungen für das Regime der zionistischen Besatzung, die überhaupt all das möglich machen. Auch, dass die Angriffe gegen palästinensischen Studenten in Zukunft aufhören. Und auch, dass dieser Versuch, diesen systematischen Versuch, die Möglichkeit zu verhindern, dass junge Palästinenser sich miteinander organisieren, um eine gemeinsame freie Zukunft für ihr Volk zu gestalten. Eine Zukunft, welche frei von Kolonialismus, Apartheid und Besatzung sein wird. Diese Angriffe sind keine isolierte Einzelfälle, sondern systematische und kollektive Verstöße gegen die Rechte der palästinensischen Studenten auf Bildung. Und diese ganzen Programme der Normalisierung herausfordern, dass die Legitimierung der zionistischen Besatzung abgezielt wird. Dies ist auch ein Versuch, die Angriffe gegen palästinensischen Studenten, also um sie zu kriminalisieren. Genau, deshalb es ist notwendig, dass die Palästinenser sich organisieren und dass ihren gerechten Kampf nicht abgetan wird, dass sie nicht abgetan werden als Gefahren, weil sie sich für ein würdiges Leben einsetzen. Und genau deshalb ist diese Kampagne sehr wichtig und wer mehr darüber lesen kann, kann sich unter Samidun Deutschland, aber auch unter freepalestinianstudents.org mehr informieren. Und heute gab es auch um 7 gab es ein Hitstorm, also damit man auch mehr Druck durch die sozialen Medien bewirkt. Ich gebe jetzt ein Wort weiter an Palästina Antikolonial und danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank nur für diesen Überblick. Und genau, ich möchte kurz was zu der Demonstration erzählen, in genau deren Kontext auch diese Veranstaltung hier stattgefunden hat oder stattfindet. Und zwar ist am 18. März der Internationale Tag für politische Gefangene. Und da gibt es in Münster eine Demonstration Freiheit für alle politischen Gefangenen hier und weltweit. Die startet um 16 Uhr am Hauptbahnhof in Münster. Genau, und wir haben ein Bündnis an den Start gebracht, wo Samidun und auch Palästina Antikolonial dabei sind und andere Gruppen. Und das ist eine internationalistische Demo. Und genau, wir wollen halt Solidarität mit politischen Gefangenen auf der ganzen Welt zum Ausdruck bringen. Und wir wollen vor allen Dingen zeigen, dass die Logik hinter politischer Gefangenschaft, egal wo sie stattfindet, die gleiche ist, überall auf der Welt, egal ob sich ein Staat Demokratie nennt oder Diktatur oder wie auch immer, überall wird gesagt, dass Gefangenschaft und Inhaftierung wichtig sind für eine sogenannte Sicherheit. Und genau, wir wollen halt konkrete Beispiele aufzeigen, auf palästinensische Gefangene eingehen, auf kurdische Gefangene in der Türkei beispielsweise, aber auch überall woanders auf der Welt. Und genau, am 18. März, hier steht auf der Folie 19. März, das ist der 18. März um 16 Uhr. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel aus NRW kommt, dann wäre es sehr schön, wenn ihr den Weg nach Münster findet und
Genau, falls ihr von weiter her kommt, dann informiert euch. Es gibt bestimmt auch noch in anderen Städten an diesem Tag Demonstrationen und es ist sehr, sehr wichtig für die Gefangenen, dass die mitkriegen. Überall auf der Welt gibt es Solidarität und Veranstaltungen, die sie unterstützen und wir vergessen nicht die politischen Gefangenen auf der ganzen Welt. Genau. Dann vielen Dank nochmal an Nur und danke auch an Zaid fürs Übersetzen. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen oder Kommentare zu schreiben. Oder ihr könnt es auch über das Video machen. Dann am besten wäre es, wenn ihr die Handhebefunktion benutzt. Das findet ihr unten rechts unter Reaktionen. Da könnt ihr eure Hand heben. Und genau, dann könnt ihr Fragen stellen oder Diskussionsbeiträge loswerden. Bitte einen. Erstmal vielen Dank an Nur für den hervorragenden Vortrag und vielen Dank an alle Anwesenden, die so viel Interesse gezeigt haben für so ein wichtiges Thema. Eigentlich der Kampf für die Befreiung der palästinensischen Gefangenen ist ein Teil von einem globalen und internationalen Kampf für die Freiheit der Gefangenen, der politischen Gefangenen in einem globalen System der Unterdrückung und der Repression. Und wir werden in einer Woche auf die Straße gehen und zeigen, dass es nicht akzeptabel ist, dass die Reaktionären immer mehr Leute hinter Gittern bringen, weil sie ihre Rechte fordern und weil sie einfach ein würdiges Leben verlangen. Also es gibt wirklich überall in der Welt Bewegungen und Freiheitskämpfer und Kämpferinnen, die gegen dieses ungerechte System kämpfen und sie werden damit konfrontiert, dass sie tagtäglich verhaftet werden. Viele von diesen Entwicklungen sind unsichtbar, aber das kann man nicht sagen im Fall Palästina. In Palästina ist das seit 72 Jahren mindestens, wenn man den gesamten Konflikt nicht in seiner 100-jährigen Geschichte betrachten will, aber es ist buchstäblich jeden Tag und alle Schichten und alle Klassen der Gesellschaft, der palästinensischen Gesellschaft sind betroffen. Alle Altersgruppen, Männer und Frauen, niemand ist geschützt vor der Kriminalität der zionistischen Besatzung, die wirklich, wie auch im Vortrag gezeigt wurde, Kindern, Studenten, politisch aktive Leute, aber auch normale Bürgerinnen und Bürger verhaften, und zwar vor allem im Rahmen dieser sogenannten Administrativhaft. Es ist eigentlich ein Skandal. Also ohne Gerichtsverfahren, ohne Anklage und unendlich erneuerbar. Also das wird verlängert alle 6 Monate und während die ganze Welt zuschaut. Also die palästinensische Frage zeigt in Sachen der politischen Gefangenen wirklich aussagekräftige Beispiele, und es ist an jedem appelliert und an jeder appelliert, etwas dagegen zu tun, sich zu mobilisieren, sich zu organisieren. Es gibt unterschiedliche Methoden, Arten und Weisen, um die Solidarität mindestens mit den palästinensischen Gefangenen zu zeigen. Eine davon ist natürlich die Demonstration, also auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Aber es gibt verschiedene andere Methoden, und es wäre auch
sinnvoll, darüber zu reflektieren und auch heute zu diskutieren, was kann man machen, durch welche Aktionen. Es gibt ja vom Post in den Social Media, wie heute angekündigt wurde, seit 19 Uhr gibt es einen sogenannten Social Media Storm. Also man kann etwas posten, etwas schreiben, als das Minimum sozusagen. Und das geht bis zum Hungerstreik, würde ich mal sagen, um nicht was Kräftiges zu erwähnen. Aber das ist so ein Brainstorming, ein Appell, was können wir konkret tun für die palästinensischen Gefangenen, vor allem, dass man hier in Europa und vor allem in dieser turbulenten Zeit mit so vielen Formen der Unterdrückung und der Repression konfrontiert ist. Ja. Danke. Danke, Ayman, für deinen Beitrag. Und Nur wäre als nächstes dran. Ja, ich finde es wirklich unglaublich, wie solche Schandtaten, Sachen, die jeden Tag passieren, und es gibt genug Beweise, und irgendwie schaut die ganze Welt nur zu, während man sich irgendwie mit pluralistischen Werten und sonst was, dass man sich auch für Menschenrechte einsetzt, dass man westliche Werte trägt und sonstiges irgendwie betitelt, aber an sich einfach nur zuschaut, während solche Schandtaten in andere Länder passieren. Und wir haben gesehen, das sind nicht nur Einzelfälle, das sind Sachen, die einfach seit Jahren so weitergehen und systematisch durchgeführt werden und auch in dem System selbst sind, in diesem zionistischen System eingebaut wurden, diese ungleiche Behandlung von Menschen. Und dass man das einfach nur so akzeptiert und da schweigt, das darf doch nicht in unserer Welt passieren. Das sollte jeden einzelnen Menschen bewusst sein, dass das zu verändern ist. Aber viele Menschen, vor allem Menschen, die immer aus einer sehr eurozentristischen Perspektive reden, versuchen sogar diesen gerechten Kampf zu unterdrücken und Menschen zu silenzen, obwohl man nicht irgendwie Sachen erfindet. Es sind Sachen, die einfach tagtäglich passieren und die man tagtäglich auch verfolgen kann. Es sind nicht Sachen, die wir uns ausdenken, weil wir haben nichts davon, wenn wir solche unmenschliche Taten, über solche unmenschliche Taten reden, weil das tut uns weh zu sehen, wie Menschen sowas begehen können, Menschen, wenn man das Wort Mensch benutzt. Und ich kann mir nicht vorstellen, was ein Soldat, ein Mensch in dem Moment fühlen muss, also wie viel Hass er Anstaub drin haben muss, damit er so mit Kindern umgeht, damit er Kinder das antut, was sie jeden Tag den Kindern antun und auch den älteren Menschen. Und ich wünsche mir, dass wir irgendwann in einer besseren Welt leben, wo sowas nicht mehr passiert, ohne dass Reaktionen außerhalb und international passieren, die sich mit dem palästinensischen Kampf solidarisieren und für die Befreiung aus diesem willkürlichen System kämpfen und unsere Freiheitskämpfer zeigen uns auch schon, wie das geht. Und ich denke, dass man diesen Kampf auch nur ehren muss und unterstützen muss. Und, ja, danke euch. Ja, ich glaube auch vor allen Dingen, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wie die Situation in Deutschland ist, dass es hier auch nochmal eine extrem schwierige Situation ist für PalästinenserInnen und palästinensische Strukturen, Solidaritätsarbeit, weil zumindest international
in der Linken irgendwie Palästina-Solidarität verankert ist und die Menschen nicht die Augen davor verschließen, in einem Teil der Gesellschaft. Aber in Deutschland ist es so, dass wirklich in der ganzen Gesellschaft das als Tabu betrachtet wird. Und deshalb ist, glaube ich, eine Veranstaltung wie diese hier auch sehr wichtig. Und was ich auch nur, wo ich nur appellieren kann, ist, dass wenn ihr nicht organisiert seid, dann organisiert euch. Das ist immer eine sehr wichtige Erfahrung in der Politisierung und auch zu sehen, dass man zusammen mit anderen Menschen in einer Gruppe eine Stärke an den Tag bringen kann, die man sonst nicht hat. Und ich glaube, das ist halt vor allen Dingen auch in Deutschland wichtig, dass wir palästinensische, selbstorganisierte Strukturen haben, dass wir nicht aufhören, zu zeigen, was in Palästina passiert. Und genau das sehen wir ja nicht nur beispielsweise die Bilder und was ihr gezeigt habt aus der Beseit-Universität, dass halt immer die Strukturen, die organisiert sind, die werden am meisten und am stärksten angegriffen, weil das sind die Strukturen, die am meisten Gegenmacht erzeugen. Und deshalb der Appell an euch alle, schaut, egal wo ihr seid, in welcher Stadt ihr seid, guckt, was für Gruppen es gibt, die Solidaritätsarbeit mit Palästina leisten. Und wenn es keine Grip gibt, dann nehmt euch ein paar Freunde, Freundinnen und gründet eine Gruppe. Ja, Ayman, bitte. Entschuldigung, ich melde mich nochmal. Also ich nutze die Gelegenheit, dass die meisten, die hier sind, noch zögern, sich zu melden, um etwas zu ergänzen. Es gibt nächste Woche Donnerstag, das ist der 18., natürlich, also nicht wie auf der Folie der 19., eine Demo in Münster, 16 Uhr vor dem Bahnhof, aber auch mehrere Demonstrationen bundesweit. Also der Internationale Tag der politischen Gefangenen wird in mehreren Städten, also es wird demonstriert in mehreren Städten und man kann einfach gucken, wo man sich befindet in der Nähe. Man kann sich informieren und einfach am Donnerstag auf die Straße gehen und die Stimme erheben. Ich kann zum Beispiel etwas erwähnen als Beispiel. In Frankfurt am Main, es wird auch eine große Demonstration geben, wobei mehrere Organisationen, politische Parteien, unabhängige Leute anwesend sein werden. Und ich werde gleich auch einen Link in den Chat schicken. Falls ihr in Hessen seid, könnt ihr zu dieser Demo gehen. Falls ihr in NRW, dann nach Münster, in Berlin auch gibt es, in Hamburg Genossinnen und Genossen werden Aktionen durchführen an dem Tag. Das ist so ein offener Appell und ja, vielen Dank. Dann Atia, bitte. مساء الخير للجميع. انا اسم اللي بيعرفني يعني انا اسمي عطيه رجب بالاصل من قطاع غزه وناشط سياسي يعني من عشرات السنين بقدر الواحد يقول وانا بنبسط يعني بفرحني جدا اشوف شباب مهتمين في القضيه الفلسطينيه وقضيه الاسرى بالذات وخاصه في المانيا شباب ألمانيا من شباب صامدون وشباب الأنتي كولونيال يعني إشي بيفرحني جدا إحنا كبرنا بالعمر بس لازلنا بنقدر نعطي حسب استطاعتنا وبحيي كل الشباب الموجودين وبحيي يعني القائمين على هذه الندوة زي ما حكت الأخت نور في البداية إنها Soll ich auf Deutsch sprechen?
Entschuldigen, ich dachte, ah, okay, okay. Das wäre, weil Zaid hätte das übersetzen können. Auf Deutsch, auf Deutsch. Ich habe vergessen, total vergessen. Okay. Mein Name ist Atiya Rajab. Ich bin Palästinenser aus dem Gazastreifen ursprünglich. Ich kam vor 40 Jahren nach Deutschland. Und ich bin aktiv, politisch aktiv in Stuttgart, im Palästina-Komitee Stuttgart. Vielleicht habt ihr davon auch gehört. Es freut mich sehr, dass ich junge Leute hier sehe, die auch nach Zukunft gucken, engagiert werden. Das freut uns besonders in diese schwierige Situation, was wir hier im Exil und in Palästina erleben. Aber wie die Kollegin, sagen wir, Nur am Anfang gesagt hat, dass man einfach die Sachen mit ihren eigenen Namen nennen muss, wollte ich ein paar Bemerkungen machen. Sie hat in ihrem Vortrag oder in ihrem in ihrer Recherche einfach Sachen genannt, die eigentlich nicht ganz korrekt sind. Zum Beispiel, die hat von Zonen gesprochen in 48. Leider sind wir heutzutage als Palästinenser klassifiziert oder geteilt nach Reservate oder nach Bantustans in Palästina, aber das ist leider die Wirklichkeit. Aber wenn man von Palästinenser reden will, dann soll man die Palästinenser als Ganzes nehmen und genauso das Land als Ganzes auch nennen. Da gibt es keine Zonen. Die sind alle, und sie hat auch von palästinensischen besetzten Gebieten auch gesprochen. Und sie hat damit gemeint, auch die Gebiete in den 67. Aber man muss auch klar und deutlich sagen, das ganze Palästina ist besetzt. Und da sollte man nicht von Zonen reden, als ob die nicht betroffen sind. Und als die nur von der israelischen oder zionistischen Apartheid-Regime verwaltet sind. Die sind nicht verwaltet, die sind besetzt. Das muss man auch klar sagen. Okay, was ich sagen wollte, natürlich die Gefangenen in ihren Zellen kämpfen täglich. Das heißt, sie haben davor auch gekämpft und die setzen ihren Kampf mit allen Methoden auch in ihren Zellen fort. Und da muss man immer an die Gefangenen, immer in allen Angelegenheiten immer denken und versuchen auch, dass das Problem, die Gefangene, das Leid, die Gefangene auch in allen Situationen auch zu präsentieren. Wir in Stuttgart, vor 3 Tagen war der 8. März, der Frauentag, haben wir mit Palästina spricht, auch die Sache der Gefangenen auch auf die Straße getragen. Wir haben Bilder von Khalida Jarrar, wir haben Bilder auch von Khitam Safin auch getragen in so eine Demo mit über 1000 Demonstranten in Stuttgart. Und alle haben gewusst, da sind auch viele Frauen im Gefängnis. Die Palästinenser, die aus 48 auch, die sind Dutzende Palästinenser, die sind Gefangene genauso wie die Palästinenser, die aus Gaza oder Westbank kommen. Das heißt, die ganze, ich meine, die erleben die ganze Situation. Das heißt, was die anderen erleben, erleben sie auch das Gleiche. Das heißt, die
die Bedingungen sind gleich auf alle. Und ich glaube, das ist die Zeit, dass wir, wie ihr einfach gesagt habt, das ist die Zeit, die höchste Zeit, dass wir die Gefangenen auch auf die Straße bringen. Und ich begrüße euch nochmal. Und Bashid ala Eidiko. Okay. وانا يعني حابب اسمع من الشباب يعني تخجلوش احكوا يعني كل واحد يحكي مشاعره ما تخافوش ما فيش إيش عندنا نضيعه يعني وحابين يعني نتواصل معاكم في المستقبل ممكن تتصلوا على ايميلنا في الفلسطينية كوميتي واحنا بندعمكم في كل قضاياكم يعني في منستر دعمناكم هذيك المره في البيان اللي طلعتوه ضد المنظمات الصهيونية اللي بتتعاطف مع إسرائيل. أوكي. إيش هبة جمشت ريدة أو تال أو عربيش تال أو دوتش أو أوكي. شكراً. شكراً. نور بطل. Hört man mich? Ja. Ich wollte mich erstmal bedanken und ich sehe auch eure Arbeit in Stuttgart und ich glaube, alle von uns können von den Älteren, die hier seit Jahren gegen Silencing von palästinensischer Stimmen kämpfen, nur lernen. Und zu den Punkten, die Abdiya gesagt hat, ich kann nur zustimmen. Und ich betrachte auch Palästina als eins. Aber um zu verdeutlichen, also der Umgang mit den Palästinenser ist in allen Gebieten gleich. Aber trotzdem kann man die Grenzen oder zumindest die Grenzen, die in den Köpfen von den Menschen sind oder von den zionistischen Besatzern geschaffen wurden, nicht vergessen und diese Grenzen versuchen unser dem palästinensischen Volk zu teilen und aber wir wissen, dass alle Palästinenser trotzdem ein Volk sind mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen und dass diese Grenzen, diese ganzen Checkpoints und die Mauern uns nie teilen werden und aber ich danke dir für die Ergänzung. Dann Hadil, bitte. Assalamu alaikum. Jetzt geht es? Ja, man hört es. Hört mich? Okay, danke schön. Also ich müsste als erstes sagen, es freut mich wirklich sehr, dass viele Jugendliche wie ich auch Palästina nicht vergessen haben und diesen Auftrag auch per Zoom halt gemacht haben. Das ist, also danke erstmal. Und ich möchte kurz sagen, es gibt, also wir brauchen feste Webseite oder Seiten, wo man halt wissen kann, wo zum Beispiel die, wo Demonstrationen geben oder auch Informationen, weil es ist ein bisschen schwierig. Und aber Gott sei Dank, Onkel Latte, er schickt mir immer, was welche neue Demos jetzt geben wird oder so. Ich finde es auch so besser, weil zum Beispiel, wenn ich ein Referat mache, ist es auch schwierig, Zeitung zu finden und ich glaube, wir sollen ein bisschen darüber arbeiten, sodass es einfacher wird für die Leute, die noch nicht die palästinensische Konflikt kennen. So können wir einfach vereinfachen das Problem. Ja. Dankeschön. Ja, danke für den Beitrag. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass
glaube ich, auch eine Arbeit ist, dass solche Seiten erstellt werden, wo Informationen zusammengetragen werden. Und also beispielsweise, also viel läuft ja über Social Media und dann auf der Facebook-Seite zum Beispiel von Samidun oder auch Palästina Antikolonial hat auch eine Website, wo wir versuchen, Informationen und Literatur zusammenzutragen. Aber du hast auf jeden Fall recht, dass das sehr schwierig ist, so auf einen Blick irgendwie zu erkennen, wo in Deutschland beispielsweise Demonstrationen stattfinden, die auch Palästina solidarisch sind. Ich meine, das ist auch nochmal die Sache. Es gibt jetzt viele Demonstrationen am 18. März für die Freiheit aller politischen Gefangenen, aber es wird auch viele Demos geben, wo es nicht um die Freiheit aller politischen Gefangenen gehen wird, weil diese Demos halt das Thema palästinensische Gefangene nicht ansprechen und das nicht sehen wollen. Genau, das ist auf jeden Fall eine Problematik in Deutschland. Gibt es noch weitere Fragen oder Kommentare? Ich wollte etwas ergänzen, eine kleine Anmerkung. Wir haben im Vortrag natürlich den Fokus auf die Gefangenen gelegt, die in den zionistischen Gefängnissen in Palästina, im besetzten Palästina sind. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, es gibt palästinensische Freiheitskämpfer und Kämpferinnen sowie nicht-palästinensische Freiheitskämpferinnen und Kämpfer, die für die palästinensische Frage verhaftet wurden und die außerhalb Palästina sitzen. Zum Beispiel Genosse George Ibrahim Abdallah, der ist ein libanesischer Kommunist, aber kämpft und hat gekämpft für die palästinensische Frage und er sitzt in den Gefängnissen in Frankreich. Es gibt auch unsere Genossen, die Republikaner in Irland, sie sitzen in den Gefängnissen in Irland und damit auch ist der Dr. Issam Hijawi Basalat, ein palästinensischer Arzt, der im Gefängnis in Irland sitzt. Es gibt auch Palästinenser in den Gefängnissen in den USA. Also ich wollte damit sagen, dass es gibt natürlich so viele Kämpferinnen und Kämpfer für die palästinensische Frage weltweit. Manche davon sitzen in den Gefängnissen den imperialistischen Ländern. Sie gehören auch zum Kampf für die Befreiung Palästinas und sie gehören auch zur palästinensischen Befreiungsbewegung. Das wollte ich nur kurz ergänzen. Danke. Dankeschön. Also, ich sehe jetzt keine weiteren Meldungen. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare oder einfach etwas sagen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Ansonsten, wenn sich niemand meldet, würde ich sagen, dass wir die Veranstaltung langsam beenden und nochmal darauf hinweisen, dass am 18. März der Internationale Tag der politischen Gefangenen ist und es in verschiedenen Städten Demonstrationen und Kundgebungen geben wird. Und genau, am 17. April ist der Tag der palästinensischen Gefangenen. Und das ist auch nochmal wichtig, an diesem Tag auch hoffentlich Demonstrationen auf die Beine stellen zu können oder auch Veranstaltungen machen zu können, um über dieses Thema die Menschen überall aufzuklären. Ja, dann sage ich vielen Dank an Samidun für diesen Überblick und diesen Vortrag, der sehr schockierend war, aber auch sehr wichtig. Und vielen Dank an alle TeilnehmerInnen und an die Menschen, die Fragen und Kommentare gestellt haben. Und hoffentlich sehen wir euch am 18. März in Münster oder
ihr seid woanders auf dem Demo. Bis bald.